Inwieweit stehen der heutige Tag und das Angelusgebet mit Papst Franziskus unter dem Eindruck des Todes seines Vorgängers Benedikt? Ja, der ganze Tag hier und auch dieser ganze Ort stehen ganz, ganz extrem heute noch unter diesem Eindruck. In der Neujahrsmesse wurde eine Fürbitte gesprochen, man möge den emeritierten Papst Benedikt der Fürsorge der Mutter Marias überlassen. Und in diesem gerade eben begonnenen Angelusgebet hinter uns, das gerade der Papst abhält, wurde auch noch einmal gesagt, schließen wir uns zusammen und danken wir diesem treuen Diener des Herrn. Damit hat der Papst heute das Angelusgebet auch begonnen. Ansonsten kommen hier immer mehr Menschen am Petersplatz zusammen. Es ist ganz viel Geschäftigkeit. Es werden schon die Tribünen aufgebaut für die Presse und für die Zuschauer in Vorbereitung schon auf die nächsten Tage. Ja, Frau Müller, Sie stehen direkt am Petersplatz. Welche Atmosphäre herrscht dort bei Ihnen? Ja, es ist wirklich eine ganz interessante Mischung aus diesem Gebet, das hier gerade eben gleichzeitig hinter uns gehalten wird, das Angelusgebet, mit auch noch einer starken Würdigung, starken Bezug gleich am Anfang zu dem emeritierten Papst. Und gleichzeitig beginnt eben hier schon alles an Vorbereitungen für die nächsten Tage. Man wird rechnen mit ungefähr 60.000 Menschen, die kommen. Das ist jetzt nicht die Menge, die beispielsweise bei einem Papst Johannes Paul II. Nach Rom gekommen ist, wo es bis zu 1 Million Menschen waren. Aber man merkt ein Gewusel, eine Aufregung in der Stadt. Also die Vorbereitungen laufen tatsächlich schon auf Hochtouren. Ja, der verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. Soll am Donnerstag ja beigesetzt werden. Was ist geplant und was ist davon schon bekannt? Die Schwierigkeit ist ja nach wie vor, dass ein Verfahren hierfür eigentlich nicht besteht. Es gibt ganz minutiös ausgearbeitete Protokolle für den Fall, dass ein amtierender Papst stirbt. Wenn ein emeritierter Papst stirbt, muss das Ganze sozusagen neu erfunden werden. Klar ist, und auch das ein absolutes Novum, dass der amtierende Papst Franziskus den Trauergottesdienst abhalten wird. Das allein ist schon ein Novum. Es werden selbstverständlich Delegationen aus Deutschland, aus Bayern erwartet. Frank-Walter Steinmeier hat sich angekündigt, die italienische Regierung wird kommen. Ansonsten ist es eigentlich den Ländern überlassen, wen sie schicken, weil es eben tatsächlich keine Blaupause in dem Sinne gibt für den Tod eines emeritierten Papstes. Anja Miller in Rom, vielen Dank für Ihre Informationen.